Ich brauche noch mehr von dem Krams. Jo. Ich porke mich einmal. Ach, Gridania. No. So Werbung gelöst. No, Iron. Dankeschön. Danke für den verschenkten Seven Shady. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. No. Iron wird echt Zucker. Okay, der Emote ist cool, der letzte Shady. Der ist echt cool. Der hat was. Toll, ich habe wieder mehr Schaden gekriegt. War mein erster verschenkter Sub überhaupt. Ja, stimmt. Stimmt. Ah, da bist du ja wieder. Den Göttern sei Dank. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Natürlich weiß ich, dass man sich um dich eigentlich keine Sorgen machen muss, Aldaria Eistatze. Aber man weiß ja nie. Levin ist im Augenblick nicht hier, aber ich danke dir auch in seinem Namen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Es ist wirklich sehr beruhigend, auf eine fähige Abenteurerin wie dich zurückgreifen zu können. In letzter Zeit reißen die Probleme einfach nicht ab. Ja, es gibt so viel zu tun, dass wir kaum noch genügend Helfer finden. Das bedeutet natürlich, dass es genug Arbeit für Abenteurer gibt, doch leider übernehmen sich einige von ihnen, werden dann verletzt. Aber wer ist tot, ist deine Schuld. Wenn du nicht ewig gebraucht hättest, um ihn zu heilen, hätte er überlebt. Aber er ist doch außer Reichweite gelaufen, bevor ich den Zauber wirken konnte. Ach, das ging so schnell. Er war von Anfang an zu ungeduldig. Ich stehe jetzt auf der Jagd nach Ruhm. Mir reicht's. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ihr könnt ohne mich weitermachen. Ich hoffe, dass ich eure Nasen nie wieder sehen muss. Waren übrigens die, die vor Sascha gestanden haben. Pah, dann hau doch ab. Ich konnte dich sowieso noch nie leiden. Du warst doch die ganze Zeit nur Avers Schoßhündchen. Ach ja, noch einen gut gemeinten Rat zum Abschied. Sieh zu, dass du Avers Kopf so schnell wie möglich beerdigst. Egal wie sehr du ihn gemocht hast. Sein Haupt mit dir herumzuschleppen, ist einfach abartig. Hey, wartet. Ihr könnt mich doch nicht allein lassen. Hallo. Es tut mir so leid, Davir. Verzeih mir. Verdammt. Solche Dramen haben sich in den letzten Tagen und Wochen hier viel zu oft abgespielt. Es bricht mir jedes Mal das Herz, etwas mit anzusehen. Du kannst dir denken, wie froh ich über jemanden wie dich bin. Auf die man sich verlassen kann. Dich kann ich auch auf schwierige Einsätze schicken, ohne mich schuldig fühlen zu müssen. Wo wir gerade davon sprechen, ich habe einen Vorschlag für dich. Die Abenteurergilde in Ulda hat sich bei uns gemeldet. Sie haben wohl ein Problem, bei dem sie schlagkräftige Hilfe brauchen. Dabei habe ich sofort an dich gedacht. Wer wäre sonst doch besser geeignet? Also, überleg es dir und melde dich, falls du Interesse hast. Okay. Kriegen wir hin. Nun, ich gehe in kleine Lalas. Du scheust also keine weiteren Reisen? Wunderbar. Ich habe mich nur dezent erschreckt, Iron. Ich habe mich nur dezent erschreckt. Alter, mein Herz. Aber danke für die 15 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Alter, das wird schockversetzt, ey. Heftiger Schwischmaff. Wie bereits erwähnt, hat uns die Abenteurergilde in Ulda um Unterstützung gebeten. Wenn du der Bitte nachkommen möchtest, dann reise in die Wüstenstadt und melde dich dort im Treibsand beim Modi. Ich vermute, dass es diesmal um eine äußerst heikle Angelegenheit geht, aber bei dir habe ich keine Bedenken, dass du jede Gefahr meistern wirst. Also gute Reise und viel Erfolg. Da läuft die Pumpe aber wirklich. Ich habe mich echt so ein bisschen erschreckt. Ganz kleines bisschen. Der ist ein Schildi.
werd verfolgt. Boah, da ist noch so ein... Okay, das sieht echt mega geil aus. Fähige Feuerwaffen, Rock der Heilung, Alter. Haben will. Alter. I need it. Ich brauch das. Hör auf zu sammeln. Ey! Ich darf das! Ich hab das Spiel schon mal durchgespielt. Ich darf jetzt sabbern. Das neue Raid geht. Ich weiß! Ich weiß, Hybrid! Ich will auch! Ich will auch! Ich muss mich noch gedulden. Hat dann Lane ihn schon wieder kaputt gemacht? Ich ersetze das Ding nicht zum ersten Mal. Wahrlich nicht. Sie macht ja schon wieder unsichtbar. Er ist ein Teil von mir, klagt immer zu. Aber geht er ordentlich damit um? Nein. Er ist einfach zu nonchalant. Ach, er wurde ihm gestohlen? Der Ärmste. In dem Fall werde ich sofort Ersatz leisten. Und sieh zu, dass du dich beeilst, ihn zurückzubringen. Jean-Len ist ja so empfindlich, wenn es um sein Werkzeug geht. Dann haben wir ein neues. wo könnte Shady sein? Wo könnte Shady denn sein? Ich bin nicht voll da. Nee, wirklich nicht. Aber alles gut, Hybrid. Jeder hat mal sowas. Jeder hat mal sowas. Ich bin gerade verwirrt. Hier, das könnte ich machen. Wenn du hier ganz da bist, boah. Also einmal nach Ulda. Einmal wegporten. Die werden mich niemals finden. Bist du dir da so sicher, Shady? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hey, aber bald kommen wir zu meiner absoluten... Lieblingshasscharakter. Oh. Jetzt einmal zum Genießen. Muss die Quest nur annehmen, ich weiß. Mach ich dann aber in 1. Ist diese Musik nicht schön? Hi, Shady. Ich liebe diese Musik. Ja, da gehe ich immer episch dran vorbei. Immer schön im Schritttempo. Das muss sein. Hui. Willkommen im Treibsand. Ich bin gerade beschäftigt, aber man wird sich gleich um dich... Moment! Du bist du vielleicht Aldaria Eistatze? Dann habe ich natürlich Zeit für dich. Mizun hat dich bereits angekündigt und nur lobende Worte über dich verloren. Wir schon wirklich aufgeregt zu sein, als ich von dir sprach. Aber genug gefaselt. Du willst vermutlich wissen, wo uns der Schuh drückt, oder? Von mir aus kannst du sofort losgehen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin einfach mal Level 31, ne? Level 31! Ich werde diesen Charme oder diese Klasse auf 50 haben. Bevor ich überhaupt bei Ifrit bin, habe ich so das Gefühl. Ah, okay, bevor Ifrit nicht, aber zumindest bevor ich reiten kann. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe. Dadurch, dass ich alles lese.
Und immer noch kein Bade. Ist das nicht gut? Ja, eigentlich schon. Das Schlimmste ist, ich unterbiete mich jetzt die ganze Zeit. Ich schaff's immer schneller, mein Char auf 50 zu kriegen mit dem Bon, also mit den ganzen Bonusdingen, die ich da habe. Ich habe ja einmal einen Ohrring. Bis 25 habe ich so eine komische Haarnadel, die ich mir ranpinnen kann. Die mir nochmal 20% gibt. Ich glaube, es waren 20. Dann habe ich noch den Mentor-Bonus, dann habe ich den Server-Routine-Bonus und dann habe ich noch Buff-Food. Mehr Erfahrung geht nicht mehr. Das, Wahrscheinlich habe ich alles vor auf 90, bevor ich überhaupt beim Ende angekommen bin. Baden sind doch lustig. Ja. Baden werde ich mit 30. Ich könnte jetzt die Questreihe durchziehen. Mach ich aber noch nicht. Mach ich tatsächlich noch nicht. Ich muss bei der Quest, wo ich jetzt bin, muss ich, glaube ich, in Ostwald. Und wenn ich später zu den Sylphen gehe, muss ich eh in Ostwald. Also. Das meiste habe ich schon, was ich brauche, also passt. Langsam sollte er aber kommen. Puh, diese Hitze bringt mich noch um. Ich glaube, ich brauche erstmal einen kräftigen Schluck von Momodis Bestem. Ah, Papa Shan, die Abenteurerin, die deinen Auftrag übernehmen will, ist gerade hier. Oh, du bist also die mutige Abenteurerin, über die man in letzter Zeit so viele Geschichten hört? Ja, eventuell bin ich das. Es freut mich überaus, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Papa Shan, ein ehemaliger Gardist der Palastwache. Danke, dass du uns helfen willst. Genug der Förmlichkeiten. Nun erklär doch schon, worum es geht. Bin ich froh, dass ich hier Realm Reborn schon fertig habe. Das blüht mir auch noch. Das blüht mir auch noch alles. Der Moment, wenn man endlich das Reittier hat. Erreiche ich vielleicht heute irgendwann nochmal. Ja, aber natürlich. Nichts lieber als das. Es geht um ein Anliegen, das ein Bekannter der Amadrina Bergbau-Orgie an mich herangetragen hat. Ein höchst gefährliches Unterfangen. Aus der Tiefe der Kupferglockenmine sind unerwartet Riesen aufgetaucht, die unter den Bergarbeitern ein ziemliches Blutbad angerichtet haben. Genauer gesagt handelt es sich bei den Riesen um Hekawatt? Ach ja, das waren die Dinger, die ich bis heute nicht aussprechen kann. Bei den Riesen, es handelt sich um Riesen, so. Wahrlich fürchterliche Kreaturen, die für lange Zeit während der Thorn-Dynastie in der Mine eingesperrt wurden. Nun ist es ihnen irgendwie gelungen, die Steinplatten, die sie gerade gefangen hielten, zu durchbrechen. Womöglich haben die Minenarbeiter auch zu tief gegraben. Oh, sie haben zu gierig und zu tief geschürft. Auf jeden Fall sind die Riesen rasend vor Wut über ihre lange Gefangenschaft. Die Thorn-Dynastie. Wir reden also hier über Ereignisse, die vor über 300 Jahren geschehen sind, nicht wahr? Sorry, ich bin jetzt in Shadowbringer. Habe immer noch nicht die Schokobo-Quest gemacht. Was? Wie hast du so lange ohne Reittier ausgehalten? Wie hast du so lange ohne Reittier ausgehalten? Wie geht das? Das wäre mein Grund für eine Challenge, das so lange auszuhalten. Meine Dame, die, wo man den als Partner hat. Trotzdem! Wie? Also ich glaube, die als Partner hatte ich... Hatte ich die direkt schon dann, als ich... Nee, ich glaube, ich habe sie... kurz vor Heavensward hatte ich die gemacht. Meine ich. Ich war damals nur zu blöd, das Gieserkraut zu finden. Obwohl es ja direkt im tiefen Wald dafür einen Händler gibt, wo du die Kokoppe da holen kannst. Das Gieserkraut.
Oben steht immer noch als Quest mein kleiner Schokobo. Na. Na, der arme Schokobo, ey. Das ist korrekt, meine Liebe. Damals wurden die Riesen mit magischen Helmen kontrolliert und als Arbeiter in den Minen eingesetzt. Doch, wie sollte es auch anders sein? Irgendwann versagten die Zauber und die Riesen erhoben sich gegen ihre Herren. In einem verzweifelten Versuch, die Riesen aufzuhalten, brachten die Uldaner den unteren Teil der Mine zum Einsturz. So wurde der Aufstand der Riesen unter einer gewaltigen Felsmasse begraben. Das erinnert mich an einen Artikel im Mitre-Boten. Darin stand, dass die Amagina Bergbau AG die Mine wieder in Betrieb genommen hat, um nach Rohstoffen zu schürfen, die für den Wiederaufbau dringend benötigt werden. Vielleicht haben sie dabei zu tief gegraben und aus Versehen die Riesen befreit. Unglaublich, dass die Riesen nach so vielen Jahren noch leben. Vielleicht hat ihr Zorn sie ernährt und nun setzen sie ihren Aufstand mit ungebrochenem Hass fort. Die Riesen gefährden unsere Arbeit in der Mine, solange wir sie nicht bändigen können, wir uns die wichtigen Rohstoffe abschminken. Deshalb möchten wir dich bitten, ihren Aufstand niederzuschlagen. Ja, doch selbst eine Quest machen. Ja, eigentlich schon, ne? Ich gebe zu, dass es sich dabei um keine ungefährliche Aufgabe handelt. Aber du würdest uns einen großen Dienst erweisen, den wir selbstverständlich entsprechend belohnen würden. Wirklich? Dankeschön. Damit leistest du einen unschätzbaren Beitrag zum Wiederaufbau Uldas. Weißt du, wohin du gehen musst? Der Eingang zur Kupferglockenmine liegt im westlichen Tanalan. Pass gut auf dich auf. Bevor du aufbrichst, solltest du aber noch ein paar Informationen einholen. Hier im Treibsand ist gerade ein Angestellter der Amagina Bergbau AG, der viel über die Mine weiß. Bemalter Berg ist dein Name. Toller Name, Bemalter Berg. Nice. Hi. Suchst du nach Bemalter Berg? Du hast ihn gefunden. Ich habe vorhin mitgehört, du bist also die Abenteurerin, die in der Kupferglockenmine für Ruhe sorgen will. Du hast ganz schön Mut. Hoffentlich bist du ebenso geschickt im Kampf und wirst du unter Tage nicht lange überleben. Die Riesen haben da unten ganz schön gewütet und es gibt kein Anzeichen dafür, dass ihre Wut verpufft sein könnte. Mit den Rohstoffen aus der Mine könnten wir den Wiederaufbau nach der Katastrophe voranbringen. Aber nicht so lange die Riesen alles kurz und klein schlagen, was ihnen vor die Füße läuft. Wir kannten die Geschichte über die aufmüpfigen Riesen, aber niemand hätte gedacht, dass sie noch leben. Immerhin waren sie ja 300 Jahre lang lebendig begraben. Also gingen wir beherzt ans Werk und schürften eifrig nach neuen Rohstoffadern, wo wir immer tiefer gruben. Zu tief, wie wir jetzt wissen. Denn als wir eine dicke Gesteinsschicht durchbrachen, stürmten aus der Dunkelheit dahinter die Riesen hervor. Die Amagina Bergbau AG hat die Minen vorsorglich durch ihre Eisenschein-Soldaten abriegeln lassen. Melde dich bei der Wache am Eingang zur Mine, wenn du hineingelassen werden möchtest. Viel Glück. Ich habe mit meinem ersten Charme mal abgeschossen. Ich darf endlich Hauris wiedersehen. No. Warte mal. Hi. Elegant an der Tür. Aber schön, dass du mir die Tür offen hältst. Ich dachte gerade so, warte, da habe ich doch jemanden gesehen. Der hat vom Aussehen ein bisschen was wie mit Philia, ne? Finde ich. Ganz furchtbar. Boah, die alte sehe ich ja bald. Die sehen wir heute tatsächlich noch, die Schabracke. Ich bin ja so ein riesiger Fan von Mephilia. Nicht. Naja, lange lebt sie. Lang genug. Lang genug lebt die alte. Warte, das da hinten hole ich mir einmal.
Ich hab jetzt die Junge. Ach ja, stimmt. Stimmt. Die gibt's ja auch noch. Das dauert, bis ich die wiedersehe. Huch. Achso, mein Schuh steht dazwischen. Ich meine, allein jetzt haben wir ja schon 14 Stunden und 15 Minuten mit dem Schar hier. Bei Stunde 500 haben wir es dann. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, nur für die Sachen auf Room Reborn. Nur mit den Sachen. Also gut, Reliktwaffe zähle ich jetzt nicht mehr zu, die mache ich dann wirklich nach und nach. Fange ich zwar auch mit Room Reborn an, aber das dauert mir zu lange, als dass ich da warte, bis ich, ne, mit Heaven's Ward anfange. Das erlebe ich das in diesem Leben nicht mehr. Das mache ich dann Schritt für Schritt. Vielleicht mache ich mir dafür auch einfach eine Tabelle, dann weiß ich, für welche Klassen ich eine brauche. Ich glaube, Reliktwaffen werde ich größtenteils eh nur für DD und Heiler machen. Glaube ich. Alter, erstmal so ein fetter Wal. Hilfe, ich werde vom Wal verfolgt. Gut, Kitty wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Bis bald kommt Loras in Heaven's Ward. Mhm. Der süße kleine Wal. Die Kupferglockenmine ist gesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du auf der Stelle kehrt machen. Wie? Du hast dich freiwillig gemeldet, die Riesen zur Raison zu bringen? Du musst verrückt sein. Oder lebensmüde. Oder beides. Aber gut, wenn du das mit Papa Scham besprochen hast, will ich deinem Glück nicht im Wege stehen. Bisher begnügen sich die Riesen damit, das Innere der Mine zu verwüsten. Aber früher oder später werden sie herauskommen. Ich weiß nicht, ob wir sie daran hindern können, also beeil dich lieber. Hm? Mache ich aber erst, wenn Kitty wieder da ist. Komm, wir gehen angeln. Kurz mal blind geworden. Aber nur ganz kurz. So. Also, ich muss einfach meine Quest annehmen. In Limsa.
Jo. Und einmal zur Fischergilde. So, jetzt einen Hund suchen. Bei eben verlobt. Läuft beim Part-Time als Portia. At Portia für mich. Oh je. Ja, warum nicht? Warum nicht? Es muss ja auch mal gut laufen, ne? Sind sie gestorben? Als ich meine Fee beschworen habe, bin ich dabei blind geworden. No. Ausgezeichnet. Du riechst wirklich penetrant nach Fisch. Hallo? Danke? Das ist eine Beleidigung im Übrigen. Daran erkennt man, ob die Frischlinge viel geübt haben, wenn man sie eine Weile nicht gesehen hat. Gut gemacht, Aedaria. Aber Übung alleine macht euch lang kein Meister. Ah, super. Das Fische ist weitaus komplizierter. Fische sind schlauer, als man denkt. Sie wissen genau, was in den Köpfen der Fischer vorgeht. Echt. Das ist unheimlich. Ja, das ist mein voller Ernst. Huch. Ich habe irgendwas getan. Du musst wissen, welcher Köder der richtige ist. Du musst den Fisch dazu verführen, anzubeißen. Du musst den Kampf zwischen ihm und dir so ernst nehmen, als hinge dein Leben davon ab. Nehmen wir zum Beispiel den Hafenhering. Wenn du diesen Fisch mit Wattwürmern fangen willst, springt er aus dem Wasser und lacht dich aus. Du kennst doch bestimmt fliegende Fische, oder? Dann kannst du jetzt auch, den Grund dafür, warum sie das tun. Naja. Ah, wie auch immer, als Köder sind in diesem Fall Pillendreher am geeignetsten. Probiere es einfach aus und fische drei Hafenheringe für mich. Als Fanggrund würde ich dir Limsalumsa empfehlen. Achso, außerdem ist doch nicht ratsam, mehrere Stunden an derselben Stelle zu angeln. Die Fische werden nach einer bestimmten Zeit vorsichtiger. Und beißen nicht mehr wie am Anfang. Naja. Ich habe noch die Level 10 Quest davon. ich habe die Level 5er. Ach ja, ich brauche erstmal Köder. Kaufmannsplatz. Klingt eine Überschrift für ein Bild. Wer am Tod für Leute zuständig. Bild erklärt warum. Oh Mann. Okay. Also, Pillendreher haben wir. Bild erklärt tragischen Tod von Abenteurer. Oh je. Pillendreher. Dann angeln wir mal. Huch. Nein, ich habe mich verklickt. Oh. Egal. Mono. Wie mein Schader sitzt. Ja. Gemütlich.
Meiner stellt sich die Beine in den Bauch. Ach komm, jetzt passt doch mal an hier. Ich mag auch meinen Titel. Und der Profi, hä? Ah ja. Ich glaube, ich habe noch gar keinen. Nö. Ich habe noch keinen. Ich brauche erst noch welche. Ach komm schon. Der will mich echt ärgern, ne? Da hast ich mal als Fischer erfolgreich geangelt. Hundert Jahre später. Sie angelt hier noch jemand mit. Mit Drachi. Juhu. Auf den Ring.
Hast du die drei Hafenheringe gefangen? Wenn du dein Glück in den Fanggründen Dimsaluminsas versuchst und Pillendreher als Köder benutzt, solltest du keine Probleme haben. Tada! Sehr gute Arbeit, Aldaria. Wusstest du übrigens, dass die Fische, die du gerade gefangen hast, meist in Sets eingelegt auf dem Speiseplan von vielen Seemännern stehen? Du hast alles gegeben und bist siegreich heimgekehrt. Dein Ehrgeiz erinnert mich an die gute alte Zeit. Ich hatte damals so manchen legendären Kampf gegen sagenumwobene Fische. Wo kommst du denn schon wieder her? Ist das etwa eine Art, seinen Gildenmeister zu begrüßen? Wenn du entsprechend begrüßt werden willst, musst du auch so arbeiten wie ein richtiger Gildenmeister. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, hat er ja nicht ganz unrecht, ne? Aber Sisipu, geht man so mit einem alten Mann um? Als ich jung war und die sieben Meere bereist habe, habe ich mehr Fische gefangen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Was willst du denn noch von mir? Soll ich einfach so weiterschuften, als wäre ich noch ein Jungspund? Naja, wenn du jetzt einfach alles schleifen lässt, verschwendest du deine ganze Erfahrung, statt sie an jüngere Fischer weiterzugeben. Naja, pass gut auf. An seinem Verhalten darfst du dir kein Beispiel nehmen. Der Fisch will ernst genommen werden. Vergiss das nie. Ich hoffe, du hast das verstanden. Denk daran, dein Fischernotizbuch so oft du kannst zu benutzen. Wenn du am Anfang den Inhalt des Notizbuches nicht verstehen solltest, ist das kein Problem. Das Verständnis kommt mit der Erfahrung. So, damit endet deine heutige Lehrstunde. Gib weiterhin dein Bestes und verbessere dein Können so gut du kannst. Ich werde inzwischen einen weiteren Auftrag für dich vorbereiten. Schade, dass Fischen nichts einbringt. Ja, leider. Zumindest nicht diese Fische. Nein! Shady! Wir sterben. Fischers Fritz fischt große Fische. Hallo Aldaria, wie geht es mit deiner Ausbildung zur Fischerin voran? Hast du schon ein paar harte Kämpfe hinter dir? Denk daran, du befindest dich immer noch in der Grundausbildung. Nimm dir bloß kein Beispiel an Vavalago, daran, wie er den ganzen Tag faulenzt. Ich habe allerdings gemerkt, dass dies bei dir wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Du hast schon viel an Land gezogen und möchtest dein Können bei einer etwas schwierigeren Aufgabe unter Beweis stellen, habe ich recht? Das ist lohnenswert. Ich denke auch, dass du nun in der Lage bist, etwas größere Fische zu fangen. Gib einfach dein Bestes. Ich denke, du solltest dich dieses Mal an einer Prinzessinnenforelle versuchen. Ein Exemplar sollte reichen. Als Fischgrund kommt eigentlich nur der Schurkenstrom im zentralen Lanossea in Frage. Dieser Fisch knabbert besonders gern an Krebsfleischbällen. Bereite dich gut vor und bring mir ein Prachtexemplar. Aber verstehe mich nicht falsch. Die Größe ist nicht wichtig. Sieh mich an. Baby. Ich war tatsächlich nie ein Fan von Babybällen, muss ich sagen. Ich fand das irgendwie immer eklig. Ich weiß, dass ich gleich alles abkriege, was nur geht. Ich war tatsächlich echt nie so der Babybell-Fan. Ich liebe Käse. Aber bei Käse bin ich auch wählerisch. Käse ist so... Ja. Ich liebe ihn. Er muss perfekt sein. Ich habe mich verklickt. Ich wollte zum Eteritenplatz. Ich habe mich verklickt. So. Ich habe hin und wieder meine Phase. Da fordere ich so über ein paar Tage ein Netz leer. Dann reicht es aber erstmal auch wieder. Okay. Also wie gesagt, Babybell ist jetzt nicht so
Da bin ich dann halt eher so allgemein Gouda-Stückchen oder sowas. Das sind so Käsewürfel. Da bin ich da schon eher für. Er schiebt sich viele Sachen wohin. Da hast du drauf gewartet. Da hat Heimer drauf gewartet. Wo müssen wir hin? Ich muss auf jeden Fall ins, warte, zentrale Lannersee und dann hier zu irgendeinem Fluss. Irgendwo, wo es flussig ist. Und hier gibt es dann die Prinzessinnenforelle. So klingt das schon wieder seltsam. Danke, Heimat. Vorhin war es nicht besser. Vorhin war es nicht besser. So, sobald ich den Fisch habe, mache ich aber eine kurze Pipi-Pause. Okay, ich habe den Fisch. Aber ich angle trotzdem einen noch weiter. Dafür gibt's doch mal was in den FSK 18-Channel. Oh je. So, gut. Ich mache eine kurze Pipi-Pause. Bin sofort wieder da. Danach angle ich noch ein bisschen weiter. Ich will dann mehr als zwei Forellen da haben.